Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und grüß Gott zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis für das glorreiche Österreich, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir wollen heute nach Möglichkeit noch Krieg gegen Mailand führen. Ich bin guter Dinge, dass das relativ einfach werden wird, zumindest hoffe ich's. Wir versuchen, Rekrutenreserven zu schonen, und ansonsten wollen wir auch gerne noch ein paar Reichsprovinzen befreien. Und heute haben wir dann hoffentlich endlich die Möglichkeit, hoppla, noch den ewigen Landfrieden durchzusetzen. Und wenn wir Schweine haben, erben wir Portugal und Äthiopien. Wie geil wäre das denn? Bayern könnten wir heiraten, habe ich keinen Bock drauf, brauchen wir nicht. Wir heiraten keine Reichsfürsten mehr, ist in meinen Augen nicht sinnvoll. So. Wir warten ansonsten noch auf ein paar Waffenstillstände, die ablaufen. Wir warten auf die 10 Punkte Gefälligkeit von Polen-Litauen. Ah, die haben wir jetzt sogar. Dann können wir nach dem Krieg gegen Mailand, können wir in Byzanz, ja, die Osmanen angreifen, weil alleine mache ich das nicht. Also, aber da holen wir uns noch ein bisschen Verstärkung. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Ja, das da oben, das können wir denen alles lassen. Das ist so geil. Vielleicht gucken wir nur, dass wir Busau kriegen, weil das finde ich nicht so gut, wenn Polen-Litauen das bekommt. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, Konstantinopel kannst du vergessen, das will ich auf jeden Fall haben, ne? Und dann machen wir hier oben alles dicht auch. Dann machen wir hier oben alles dicht. Mal schauen, was wir da so geschafft kriegen. Ja, da sparen wir mal am besten noch ein bisschen Admin-Macht für. Wir haben ja nicht mehr so viel, ne? Ja, okay, gut. Also dann, weiter geht's. Naja, dann ganz viele neue Wahlenänderungen. Wir gucken nur, ob was Interessantes dabei ist. Nicht so wirklich. Außer du mit Neapel, was gut ist in meinen Augen. Okay. Wir haben momentan Frieden im Reich. Sehr, sehr cool. Ne, wir haben keinen Frieden im Reich mehr. Schon wieder zu Ende, ne? Okay, gut. Na, dann müssen wir mal schauen, dass wir das jetzt ein bisschen ändern. Komm du mal bitte aus der Schweiz zurück. So, und dann... Was haben wir da? 50% AE für blblblbl. Ich gucke... Die dürfen ja schon so ein paar haben. Aber mir reicht der Reichsbefreiungskriegsgrund. So, Montferrat und Baden sind mit drin. Montferrat ist äußerst schade, weil du bist eine Reichsstadt. Das verbindet mit der Schweiz. Und Baden, gehen wir gerade hier hin, ist verbündet mit Frankfurt, Nürnberg, Memmingen und Mailand, ja. Okay, gut. Dann reicht das aber. Oh, hussitische Tradition schon wieder. In Erz ist nur protestantisch. Will ich da auch 50 Admin mal rein? Nein, machen wir mal nicht. So, ich mache jetzt erstmal hier den Reichsbefreiungskriegsgrund. Und dann spalten wir das gerade einmal auf. Du gehst bitte hier hin. Du gehst bitte hier hin. Und du gehst bitte mal vorsorglich hier hin. Du bekommst auch noch einen General. Dann läufst mal schon mal nach Baden. Während du bitte hier hinläufst. Zusammen mit dem Teil der Armee. Dann kommst du nämlich gleich mal wieder zurück. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. In Erz. Religiöse Eifer minus 100 bekomme ich da drauf. Okay. Das ist äußerst schade. Will ich noch hier so eine Condottiere-Armee haben? Brauche ich, glaube ich, nicht.
Frankreich ist kein gültiger Rivale mehr für mich. Wow. Okay, dann nehmen wir die Blockade. Dreh du dann bitte gleich um. Ah ne, warte, lauf erstmal nach Brescia. Ja? Das war gut. Lauf dann bitte schnell hier hin. Frankreich hat Schweden rivalisiert. Ja, da brauche ich auch noch einen zum Belagern. Hm. Okay, dann machen wir mal den Erz direkt wieder da. Das Teil weg. Parma haben wir schon mal. Sehr gut. Salzkrise, eines meiner absoluten Lieblingsevents. Okay, ich erwische ihn, glaube ich, auch so. Danke. Ja, machen wir die Diplo-Tech. Parma entlassen, Piemont zurückgeben. All dein Geld und die Kriegsreparation hätte ich gerne. Schön, das ging ja schnell. Also kurze Kriege. Da beschwere ich mich definitiv nicht. Kurzer Krieg heißt nämlich weniger Verluste. Oder geringe Verluste. Genau, läuft immer nach Graubünden. Wie viele Reichsfürsten haben wir noch? Oder wieder? 61. Zahl bleibt konstant. Haben wir irgendeinen Kurfürst abgesoffen? Nee. Schweden. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher mit diesem Bündnis mit Schweden. Ich brauch's halt nicht, ne? Ich brauch's wirklich nicht. Ja, Moment. Nee, ich brauch's echt. Nein, ich brauch das echt nicht. So, Polen-Litauen macht nicht mit wegen Schulden. Dann ist es aber unwahrscheinlich, dass sie jetzt so schnell einen Krieg führen. Dann würde ich doch, wenn man hier auf jeden Fall einen heiligen Krieg, du kannst leider nicht mehr gegen die Osmanen ausrufen, wahrscheinlich. Ich glaube, das geht nur noch bis 1600 oder irgendwie sowas, dann ist das ja irgendwie rum. Achso, ja, du kommst aber bitte auch zurück. So. Ja, ich hab's wieder befürchtet. Ich muss meine Truppen mal gerade ein bisschen neu aufstellen. Ich warte mal noch, bis du da bist. So, jetzt sind die Armeen wieder alle am Start. Das mache ich jetzt gerade mal offscreen. Jo, warte mal noch einen Moment. Ich muss eh gerade noch hier. Annektierte Untertanen ist ausgelaufen bei uns. Ja, wow. Spanien. Die wollen wahrscheinlich Krieg gegen Frankreich führen oder so. Nee, lass mal noch. Ich finde das okay, wenn unsere Herrscherhäuser so ein bisschen untereinander schnackseln. Aber mehr auch nicht. Also nichts Ernstes sozusagen. So, jetzt mache ich mal gerade eine neue Armeeaufstellung. So, müsste jetzt alles gemacht sein.
Also das Bündnis machen wir mal weg. Na, Würzburgs Meinung verbessert sich. Ah, schön. Standmodifikatoren laufen ab. Verlieren einen Punkt Grundsteuer in Graz. Oder der Adel verliert Loyalität. Wie sieht das denn aus in Graz? Ich bin gerade irgendwie blind, ne? Ja. Da ist der Adel drin, ne? Komm, kann ich mit leben. Womit ich nicht so gut leben kann, war, dass er mir hier mein wunderschönes Tirol platt gemacht hat. Mein Waffenstich mit Frankreich endet gleich. Oder hat gerade geendet. Ah, endet gleich. Der Kirchenstaat hat uns beleidigt. Oh, da müssen wir auch mal Beziehungen verbessern, glaube ich. Wobei, wir haben so viel Papstautorität. Oh, Bino hat uns beleidigt. So, jetzt fehlen hier irgendwie Regimenter. Irgendwas habe ich da verdummbeutelt. 14-4-10, 14-4-10, 14-4-7, da kommen aber noch drei Kanonen rein. 14-4-6, da fehlen aber irgendwie auch Kanonen. Ah, das war eine kleinere Armee vorher, ne? Okay, alles klar. Wir sind dann über dem Limit, ne? Ein bisschen. Das ist okay. Wir können fast überlegen, ob wir bei 40 Punkten Maria Theresia abdanken lassen. Ich meine, das ist insofern schade, weil die wahrscheinlich noch 10 Jahre leben würde und eine echt hammergute Königin ist. Ist die Frage, würde dann ihr Philippe von Habsburg, er ist ein Militarist und er hat auch direkt einen Erben im Gepäck. Schade. Frankreich ist immer noch eine Großmacht. Portugal zählt sogar auch als Großmacht. Aufgrund dieser ganzen Kolonialnationen wahrscheinlich. Der ist gut. Der König von denen. Ich will Polen-Litauen nicht rivalisieren. Noch nicht. Noch nicht. Ah ja, guck mal da, da würden die sogar mitmachen. Ja, die haben nur 1700 Kröten Schulden. Ich muss denen ja kein Land geben, das kann mir egal sein. Ich kann die ruhig, wobei, sonst gebe ich denen eine Provinz oder so. Das soll ja nur der Vertrauenswert. Der ist ja mit 50, ist ja noch passabel, ne? Oder ich begleiche denen halt die Schulden, dann kann ich sie auch so reinrufen. Geht auch. Muss ich mal gucken. Momentan ist es ja so, ich würde auch bei einem Angriffskrieg mitmachen, ne? Immerhin Konstantinopel da noch als Möglichkeit. Ilias Buga ist gestorben. Ah, das war ein Kommandant. Okay, ich dachte schon. Schade, der war gut. Der Moralfritz ist auf jeden Fall hammergeil. Ich muss leider den Einheitenlimit-Menschen nehmen. Weil der, glaube ich, im genau richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis gerade steht. Weil ich nämlich jetzt wieder
ein bisschen unterm Limit liege. Magdeburg und Würzburg wollen Kondotiere haben. Das ist leider nicht in meinem Interesse. Ja, also mit Portugal, das könnte halt klappen, ne? Wo sehe ich nochmal die Merkmale? Karriereherrscher wird aufgrund von gerecht. Es bevorzugen jemanden seine eigenen Größe auszuwählen. Faire Kriege beginnen. Ja, der ist gerecht. Bei mir ist zwei. Was ist das hier? Was ist der Wladislav? Beziehungen verbessern plus 20. Silberzunge. Andere KI werden ihm unwahrscheinlicher den Krieg erklären. Ich muss da viel öfter drauf achten, was der Tooltip dazu sagt, ne? Ja gut, aber wenn ich den jetzt, sagen wir mal, okay, wir gucken mal. Ja, es ist, glaube ich, einfacher, ihnen den Krieg zu erklären, ihnen Land zu versprechen und dann können wir immer noch schauen. Ich würde halt eigentlich gerne abwarten. Du bist nur mit Spanien verbündet, ne? Ein adliges Haus von Habsburg folgt auf den Thron nach. Unsere Staatsehen sind mit. Also, dann würde einer auf den Thron nach. Wir könnten uns da einen Krieg, glaube ich, auch leisten. Wahrscheinlich. Sogar während wir Krieg gegen die Osmanen führen. Oh, 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 oh. Ich wittere da echt eine Chance. Dir fehlen drei Kanonen. Machen wir diese Armee ein bisschen kleiner. Das ist meine Reservearmee. Die werden wir hier einsetzen. Stopp, warte mal, ihr geht einfach hier hin. Du läufst nach Linz. Und dann schicke ich dich schon mal nach Izmit. Gehen wir schon mal ein bisschen in Stellung, ha? Du gehst nach Biga. Du gehst erstmal gerade hier nach hier runter. Und du gehst nach Burgas. Du nimmst nämlich Konstantinopel ein. Wenn das reicht von der Festungsstufe her. Erobert die Auvergne. Finde ich eigentlich gut. Burgundy verliert den Kardinalsitz. Schade. Die Auvergne ist günstig, ne? Ich hätte halt gerne Languedoc aufgrund des, ja, da muss ich auf jeden Fall ein Spionagenetzwerk nochmal aufbauen. Ich hätte eigentlich lieber Languedoc. Aber ich könnte, glaube ich, auch die Auvergne und Languedoc nehmen. Hat England noch einen Kernanspruch irgendwo? Keine Kurs, nur fingierte. Das ist aber okay. Ich muss da oben auch noch Ansprüche fingieren. Okay, pass auf, im Reich läuft sie auch gerade ganz gut. Du kommst mal zurück. Du kommst mal bitte auch zurück. Modena. Da haben wir das Spionagenetzwerk. Genau. Wir holen uns hier den Anspruch auf Ferrara. Dann kannst du eigentlich auch zurückkommen. Oha. Oh, echt? Da unten? Achtzehn Mann.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich schicke mal meine Söldner darunter. Wie groß ist die osmanische Flotte? Die ist nicht klein. Da sind 34 Schiffe stationiert. Dreizehn, 15, 15 haben die. Die handeln offenbar in der Krim. Dann sollten wir dort doch mal bitte unsere Flotte stationieren. So. Dann bauen wir noch gegen dich ein Spionagenetzwerk auf. Wer war der andere, gegen den ich noch ein Spionagenetzwerk aufbauen wollte? Nee, Frankreich reicht, glaube ich. Vielleicht brauchen wir noch Tunesien. Brauchen wir aber eigentlich nicht, oder? Moment. Gegen wen wollte ich noch ein Spionagenetzwerk machen? Schottland, das war's. Es gibt neuen Papst. Oh. Dänemark hat eine PU mit Bayern. Pfalz hat Dänemark den Krieg erklärt. Erbfolgekrieg. Der bayerische Thronfolgekrieg. Sehr interessant auf jeden Fall. So Leute, und jetzt die Preisfrage. Sollte sie abdanken? Wer würde im Fall einer Abdankung Albrecht. Albrecht von Habsburg bestieg den Thron von Ungarn, bestieg den Thron von England. Kurfürstentümer wählten ihn zum na, Dingens, ihr wisst, wen ich meine. Staatsehe. Here we go. Und alle wollen sie mich heiraten. Staatsehe. Okay. Wir haben 62 Reichsfürsten. Das sollte reichen. Verbietet reichsinterne Kriege. Okay. Wir haben natürlich das Problem. Sehr schön. Wir haben natürlich das Problem, dass bei uns jetzt immer noch Kriege nach außerhalb des Reiches erklärt werden können, um reichsintern weiterhin sich zu bekriegen. Aber das
dürfte eigentlich nicht relevant sein. So. Wir geben dem Ganzen noch einen Monatstick. Neapel will ich eigentlich nicht heiraten. Pass auf, lässt mir ein Söldnerregiment da. Dann machst du den da mal platt und bitte, du stellst mir hier oben bitte nochmal ein Söldnerregiment auf. Jetzt sollten wir mal schauen, was haben wir denn hier jetzt so für Krieg am Laufen? Warte mal. Kann ich das nicht über den Diplomatiebereich sehen? Annektieren, mag ernennen, Wasserlisonne, Personalien aufgeben, Garantie proklamieren, Warnung aussprechen, Tributschild werden. Nein. Nein. Bündnis-Bündnis-Koalition, Handelsliga. Stellt sie für mich mit Truppen beanspruchen, Thronfolge unterstützen. Wirtschafts- Kasse, Schulden übernehmen, Nation beeinflussen. Okay. Ist uninteressant. Dann müssen wir das anders angehen. Wir müssen bei Hessen einmal gucken. Ihr müsst in der Lage sein, dem Zielland den Krieg zu erklären. Okay. Das kann ich dann bei Hessen offenbar nicht. Den Krieg zu erklären. Ja. Ach, guck mal, ich könnte sie diplo-vasalisieren. Okay, das geht hier nicht. Den Krieg zu erklären. Ja, okay. Aber das ist kein reichsinterner Krieg. Das ist mir insofern erstmal egal. Wir können solange wir Waffenstillstand haben. Mhm. Vasalisierung anbieten, würden sie auch annehmen. Bist du in der Lage, den Krieg zu erklären? Okay. Vergessen wir den ganzen Kram. Lassen wir die Staatsehe aus Neapel mal die Staatsehe aus Neapel bleiben. Wir haben 6 von 7 Beziehungen. Warum? Wir hatten doch vorher mehr, oder? Herrschaft über Vasall Byzanz. Herrschaft Juniorpartner Ungarn. Herrschaft Juniorpartner England. Politer Militärzugang, Staatsehe, Bündnis, Portugal, Staatsehe, Bündnis, Äthiopien, Staatsehe, Kastilien, Staatsehe. Ah, und das mit Schweden war es ja auch noch, ne? Okay. Er hat einen Nachfolger. Muss das Bündnis auflösen. Ach shit, ich hab's falsch rum gemacht. Ich hätte ihn noch gar nicht auflösen dürfen. Egal. Kostet mich jetzt ein Ticken mehr Geld. Gut, dann gehst du bitte nach Hüderwindiga. Ja, yeah, wir haben eine neue Kernprovinz gekriegt. Juhu! Ein Krieg mit Hormus. So, ich muss jetzt gerade mal die osmanische Flotte checken.
die definitiv nicht hier liegt. Sie muss im Asowschen Meer liegen. Wo soll die denn sonst sein? Da ist noch die tunesische Flotte, um die müssen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt kümmern. Tunesien ist nicht im Krieg. Vier Provinzen, die nicht unter der Kontrolle eines Mitgliedstaates sind. Ach, das ist Bayern. Ja, ist aber besetzt durch Pfalz und Augsburg. Nur Partner von Dänemark. Die waren sind verbündet mit Norwegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Thron erben. Ich würde eher vermuten, dass die Pfalz Bayern erbt. Würde ich mal eher vermuten. Warte mal, nimm du lieber den hier. Der hat die höheren Belagerungswerte, weil mit dem werde ich häufiger mal belagern, schätze ich. Und dann würde ich sagen, Krieg mit Marokko und Tunesien können wir gleich loslegen. Ich warte noch auf die osmanische Flotte. Wo ist sie? Es kann natürlich sein. Nee, es kann nicht sein, dass sie in Hormus ist. Jetzt haben wir mal bitte die Handelsplätze. Osman. Technologie, Bürgerzeit, Tulpenzeit. Stabilität, Prestige. Durch Provinzen. Die haben keinen durch Schiffe hier. Gönne ich mir noch einen Admiral? Ich bin der Zeit deutlich voraus, ne? Ich habe eigentlich nie einen gebraucht, ne? Da sind sie. Polenlettern rufe ich mit rein. Ich glaube, Tunesien können wir voll mit reinrufen, oder? Marokko nicht, dann ist Jolof noch mit drin. Geht bei Polen-Litauen jetzt auch so, ne? Läuft. Also, Heiliger Krieg. Bitte nach Ankara, bitte dahin. Bitte nach Bolu, bitte nach Kütahya. So. Gut, gut, gut. Ich kann ja schon mal sagen, ich finde das gut, wenn Ungarn sich hier die Provinzen holt. Ich sollte vielleicht noch hier... Es ist wahrscheinlich...
nicht wichtig, aber ich sollte vielleicht trotzdem hier einen Söldner bauen und den da hochstellen. Und bei England könnten wir ja ruhig mal sagen, ich fände das ganz gut, wenn du, keine Ahnung, Sinope werden wir wahrscheinlich als nächstes angreifen, ne? Wir sagen mal hier Halep. Okay, gut. Da sind sie. Kreuzzug gegen Tunesien, geilo, dann kriege ich jetzt Kreuzzugmodifikatoren. Superb. Okay, erstmal ist Tunesien jetzt weg. Byzanz ist, also das Schiff von Byzanz ist weg. Dann haben wir da wohl ein Schiff gekapert. Moment, Pilsen wäre protestantisch, okay. Barois hat uns beleidigt. Konvertieren wir auch sofort. So, da gibt es Würzburg bitte wieder raus. Dadurch müsste ich eigentlich zusätzliche Autorität bekommen. Weiß jetzt aber nicht genau. Also es gibt irgendwie so einen 20-prozentigen Bonus, ne? Okay, ich glaube, wir gewinnen es. Auch wenn schwere Schiffe dabei sind. Aber ich glaube, wir gewinnen das. Ich will die Truppen gerne nicht so weit auseinanderziehen. So, jetzt muss ich, glaube ich, dann doch überlegen, ob ich hier abhaue. Wobei die Schiffe überwiegend nur gut in Schuss sind und das sind jetzt halt fast nur Leichtschiffe, die dazugekommen sind. Das ist eher eine Moralfrage, ne, wenn ich Pech habe. Ob das geht. So, die Leichtschiffe waren nicht von uns. Wir haben zwei Transporter verloren. Wir haben auch zwei Schiffe erobert. Ein Transporter darunter. Muss ich jetzt irgendwie mal gerade schauen, dass ich meine Schiffe mal repariere. Du hast hier Trockendocks, ne? Das ist doch schon mal super. Dann fahr mal nach Hüderwendiger. Okay, gut. Hessen. Du hast keinen Krieg mehr, ne? Okay. Dann ist jetzt hier die Tatsache, dass Dänemark noch hier diesen Krieg am Laufen hat. Das ist dann, glaube ich, der Grund, warum ich hier noch nicht, warum ich hier jetzt noch nicht den Boni kriege. Frieden im Reich. Ich weiß auch nicht, ob mein heiliger Krieg dagegen die Osmanen da auch mit reinzählt. Das könnte natürlich auch noch sein. Die Osmanen haben Gaza besetzt. Das ist okay. Also,
Solange die sich alle da unten rumtummeln. Soll mir das recht sein? Da unten, das interessiert ja keinen. Der Krieg wird hier oben gewonnen. Schiss. Oh, Leichtschiffe gegen Leichtschiffe. Ah ne, gegen Galeeren. Oh, okay. Na, das habe ich übersehen. Manchmal verstecken die sich, manchmal verstecken die sich nicht. Ich werde da nicht so ganz schlau draus. So, Konstantinopel haben wir auch besetzt. Läuft doch gut bisher. Wie viele Truppen haben die Osmanen? Das sind alle ihre Armeen. Wir haben nochmal Schiffe erobert. Wir holen uns jetzt da oben noch ein paar Provinzen. Machen wir noch Kriegssteuern an. Ja, warum nicht? Also wir haben so viel Militärmacht, da können wir das glaube ich auch gerade machen. Das macht mir gerade nichts. Eins, zwei, drei, vier. Echt? Musst du da? Dann hier runter, bitte. Bleib mal da. Da gibt's direkt die nächste, das nächste Seegefecht. Mit. Boah, ne, ey Leute, ich sag euch, die österreichische Kriegsmarine ist einfach überlegen. Sie ist einfach überlegen. Aber wer hätte gedacht, dass sie so überlegen sein wird? Oh, da kommt die Armee wieder. Schottop. Bitte alles wieder da hoch. Der Mann, der hat nämlich gemeine Sachen vor. Warte, sie was ist mir gerade lieber. Nein. Lauf bitte hier hin. Ui, ja, das ist vielleicht die Frage, ob er da wirklich...
ins Gefecht einsteigen sollen. Okay, der ist gelockt aus irgendeinem Grund. Lauf mal nur hier hin dann bitte. Das Phänomen gibt es tatsächlich mit den gelockten Einheiten. Und das passiert sogar relativ häufig. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich kennt ihr das schon besser als ich. Und könnt das besser einordnen. 3-1-3, 3-1-3, 3-1-3. Da fehlt mir dann noch einer, ne? Okay, gut. 4-1-2 ist, glaube ich, aber. Das ist, glaube ich, aber nicht richtig, ne? 4-1-2. 3-1-3. Moment mal, das sind 9. Wir schließen mal gerade zusammen. Ja, 4-1-2. Da fehlt ein 4-1-2er. Das bist du. Da kannst du den 3-1-3er dahin schicken mit dem 4-1-2er. Du läufst mal vielleicht gerade nur hier hin. Ja, er verdrückt sich schon. Das ist sehr gut. Da will ich. Ich will bitte keinen Anschluss mehr hier in meinen Armeen haben. Das ist bei diesen Armeen definitiv kontraproduktiv. Weil mir das zu viel Verschleiß beschert. So, jetzt alles bereit für die Belagerung von Trapezunt. I love it. I love it. Noch mehr Diplorep? Fragezeichen. Ist das gut? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, müssen wir noch jemanden heiraten? Müssen wir noch jemanden heiraten? '62 ist er. Okay, wir haben einen weiteren Kriegsgrund gegen Schottland. Die Beschädigten spalten wir mal kurz ab und reparieren die hier. Alexandria ist leider gefallen. Schön, wir konvertieren weiter. Können sich ja dann die Osmanen austoben. Also, wenn du das Ding hast, dann können wir die eigentlich auch gerade holen. Moskau ist bankrott gegangen. Oh, jetzt hauen sie es schon wieder ab, ne? Belagerung von Alkrak. Ach, da unten. Okay, das ist aber cool, wenn die nämlich nur da unten in der Wüste rumstehen. Da können die nicht viel. Nice. Diyarbakir. Haben wir auch. Kommen wir dahin? Okay. Oh, scheiße. Einer meiner Befehlshaber ist gestorben.
Leopold Kaspar. Der Nachfolger ist kacke. Es wird nie wieder so einen geben wie dich, Leopold. Ich sag's dir. Haben wir gekriegt. Mir schwant da nichts Gutes, wenn du da die Burschen abziehst. Wir füllen uns mal noch einen Ticken auf. Wäre zu schön gewesen, wenn wir das Ding bekommen hätten, ne? Und die Armee ist weg. Oh. Okay, der läuft aber in eine andere Richtung gerade. Oh. Ja, lass die Osmanen mal gerade ein bisschen unten rum grinden. Warte, der kommt wieder. Lalala. Okay, der General ist echt kacke, aber ist besser als nix. 71% haben wir mittlerweile, trotz 100% Seeblockade. Dann einmal hier hinschicken. Ich weiß nicht, ist es riskant? Es ist riskant, die darüber zu verfrachten. Machen wir mal noch nicht. Gut, jetzt habe ich die Stadt. Jetzt habe ich Trapez und so habe ich mir das vorgestellt. Ihr könnt ja sehen, wie viel die verloren haben, auch durch die Angriffe der Osmanen. Das ist sicherlich nicht schön. Aber unsere Männer sind wild entschlossen hier. Warte mal, wie lange brauchst du denn noch, bis das Ding hier uns gehört? Ach, das sind noch ein paar Tage, ne? Okay, dann teilen wir das hier auch nochmal gerade auf. So, dann ist die Flotte auch weg. Mal am besten in die Ägäis. Dann schauen wir mal, ob wir die Tunesier dann noch erwischen. Ja, ich fürchte fast, hier muss noch mal ein kleines Tête-à-Tête. Mit einer anderen Nation her. Er ist ja nicht unfruchtbar. Wir haben ja auch die erhöhten Chancen auf den Nachfolger. Dänemark könnten wir heiraten. Nee, können wir nicht. Würden sie auch niemals wollen. Der ist auch ein Wittelsbacher. Interessant. Wir bleiben bei den Schweden. Soll sich ja lohnen. Ui, wollen wir es mal versuchen da unten?
Ah, ich vergaß, ich habe da ja noch Truppen. Ui. Warte mal, vielleicht machen wir doch hier einen kleinen Schwenk Richtung Bagdad. Stopp. Stopp, 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 stopp. Machen wir vielleicht doch ein bisschen andersrum. Ja, Dänemark wird das nicht schaffen können, ne? Die müssten doch Ticking War Score kriegen, ne? Auch hier wieder eigentlich ganz wichtig, dass wir unsere Söldnerarmee da reinschicken. Wo will der hinlaufen? Wir versuchen mal Bagdad zu belagern. Ja. Angreifer kontrollieren München plus 8. München besetzt von Augsburg plus 23,6. Dann sehe ich da auch eigentlich keinen Grund mehr, wie die Dänen da noch weitermachen können. Wer hat mir denn da unten die... Wer hat mir denn da unten die Provinzen belagert oder freigeboxt? Oh, wir kriegen Geld. Schön, das kriegen wir, glaube ich, auch wieder alles zurück. Ups, falsche Taste. Wo wir tatsächlich ein bisschen aufpassen müssen, ist mit der Religion in Prag. Weil es da auch sehr krasse Events geben kann, ne, Prager Fenstersturz und so, kann es auch hier im Spiel geben. Und da muss man vorsichtig sein.
Vormacht der Osmanen ist gebrochen. Österreich dominiert die Osmanen. Okay, wenn er sterben würde, könnte noch die Kaiserin den Thron übernehmen, ne? Weil wir haben ja das Ding, dass die Kaiserin das darf, ne? Ich weiß nicht. Ich nehme das Press. Nee, warte mal. Das ist Diplomacht, ne? Österreich ändert sein Spionagenetzwerk um 25. Ich fingiere mal gerade schnell um meinen Anspruch. Scheiße, geht nicht. Nachdem der ewige Landfrieden erklärt worden ist. Okay, gut, alles klar. Dann ist das Hinnef. Dann komm du zurück. Und wir verbessern die Beziehungen bei erzündeten Nationen. Ich weiß nicht, hat er sich jetzt da hinten hin zurückgezogen? Wir können ihn ja mal da suchen, ne? Nicht, dann gehst du nach Lhasa. Das ist noch ein bisschen, also ein bisschen arg japanisch, diese österreichische Hymne hier. Ja, da hat keiner mehr Bock, gegen uns zu kämpfen, ne? Frage ist jetzt halt nur, ob wir es auch schamlos ausnutzen. Achso, das könnte ich mir jetzt aber zurückholen, ne? Ich muss gucken. Ich bin bei 90%. Erst bei 18 gibt es die nächste Ideengruppe, ne? Mhm. Ja, das sind halt auch alles Anspruchsprovinzen, das ist eigentlich gut, ne? Also krass, dass die die Kultur da ändern können. Ich glaube, das geht hier über dieses Event, ne? So, da machen die auch endlich mal Geld. Ich frage mich gerade, warum ich diese Provinzen da nehmen kann. Habe ich da... Achso, warte mal, das sind Seeprovinzen, ne? Hm. Ja, lass mal weg. Also Küstenprovinzen meinte ich. Hm.
Byzanz findet es gut. Das Ding kann ich aus irgendeinem Grund nicht nehmen. Ich könnte es Polen-Litauen geben, dass sie nochmal bei so einem Krieg mitmachen, ne? Wenn ich jetzt sage, so komm, ich gebe dir das Teil da. Ich krieg einen Punkt Gefälligkeit. Ist aber okay, weil dieser Friedensvertrag, der würde ja auch ewig lange dauern, ne? Wie ist es mit der Kriegsreparation? Ginge sicherlich auch. Geld fordern ist wahrscheinlich nicht mal so sinnvoll. Wenn ich das Ding weglasse. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir das mal so fordern? Österreich wird 115 AE, 87 Überdehnung, das ist ja nix, ne? Und wir haben halt unsere Landbrücke, das ist auch schon ganz wichtig. 398 kostet das zu koren, das ist aber glaube ich dann okay so. Womit kriegen wir eh Trapezun, Tunesien, Pfalz? Warum Pfalz? Hedjas ist klar, aber Es gibt noch Trapezund. Wo wollen die denn sein? Ah, da. Ist ja ein Ding. Da kann ich dann aber einen Anspruch drauf fingieren. Dann kann ich im Zweifelsfall nochmal Genua angreifen und entlassen. Aber ich glaube, da machen wir jetzt auch schon den Frieden. Weil warum sollen wir den jetzt so in die Länge ziehen? Achso, wartet. Wir haben ja noch den... genau, weil wir noch Kriegssteuern haben, ne? Und weil wir gerade den... stimmt, wir haben ja außerdem noch... den Kreuzungsmodifikator drin. Der mir eigentlich hier auch sehr gelegen kommt. Juni. So lange können wir also auf jeden Fall warten. Es ist ja nie schlecht, wenn die Osmanen sowieso kleiner gemacht werden, ne? Also vielleicht warten wir auch echt noch ein bisschen. Und das ist dann hier auch die letzte Festung, glaube ich, die ich mit dieser Armee hier belagert habe. Aber jetzt können wir ja plündern, ne? Wer hat sich da angeschlossen? Byzanz mit 3 Regimentern. Och jo. Ich laufe mal mit einer der großen Armeen wieder zurück. Oh, Wien ist kein Kardinalsitz mehr. Die Ungarn haben uns das Ding geklaut. Das ist ja echt frech, ne? Jetzt muss ich halt überlegen. Ich finde diesen Kreuzzugsmodifikator halt so geil.
Naja, wobei ich gerade feststelle. Na gut, es bringt halt mehr Steuern, ne? Also, das ist schon. Das ist schon nicht verkehrt. Ach Leute, wisst ihr was? Wir machen das so. Das entscheiden wir. Ich mach mal hier abbrechen. Wir haben den 1. Juli 1587. Das entscheiden wir im nächsten Part. Und ich glaube. Warum eigentlich durch Augsburg? Ist ja eigentlich egal, ne? Weil die auch im Krieg mit Dänemark sind, ne? Aber warum kriegen die nicht mehr Warscore? 39 haben die jetzt. Sonst muss ich Frieden machen, damit ich denen Kondottiere schicken kann, ne? Und dann holt man es irgendwie hier Durchgangsrechte. Weiß ich nicht. Offenbar kommt da ja keiner von denen nach Dänemark. Ich kann ja mal Militärzugang gewähren. Kommt ein Monat ohne. Machen wir noch. Die Pest in Wien. Ah, das ist auch ein Event. Das ist auch ein Event. Eine Stadt, die so wichtig und gut vernetzt ist wie Wien, wird immer der Gefahr von Epidemien ausgesetzt sein und über die Jahrhunderte hinweg hat sie viele von ihnen kommen und gehen sehen. Der Ausbruch der Pest im Jahre 1587 ist dennoch ungewöhnlich. Die Seuche traf unsere Stadt schwer und manche sagen, dass ein Drittel der Bevölkerung nun tot sei oder im Sterben liege. Während sich die Menschen in anderen europäischen Städten auf die unvermeidbare Ausbreitung gefasst machen, hat sich der Begriff Wiener Tod bei ihnen fest verankert. Während Kaiser Albrecht VI. Aus der Stadt flieht, schwört er, eine Pestsäule errichten zu lassen, sobald die Stadt endgültig von der Pest befreit ist. Das ist also eigentlich was, was man im Mittelalter häufiger hatte, diese Errichtung von Pestsäulen, die dann häufig auch eine Gelegenheit für die Herrscher waren, so ein Monument zu errichten. Ne? Also diese Überlegung schwingt da auf jeden Fall mit. Das heißt also, die Pestsäule wird als Dank dafür in einer Stadt aufgestellt. In Wien gibt es diese Pestsäule ja auch heute noch, um sich dankbar zu zeigen, dass diese Epidemie wieder vorbei ist. Und was ich sagen will ist, häufig bietet das halt auch noch eine gewisse Gelegenheit, dass die Herrscher das für repräsentative Zwecke nutzen können. Häufig sind es dann einfach auch mal ganz wichtige repräsentative städtische Monumente, die dann eben noch für das Herrscherhaus dingbar gemacht werden sollen oder zwecklich gemacht werden sollen. Das müssen nicht unbedingt so prächtige Säulen sein wie die in Wien. Das kann auch eine Holzsäule sein, die einfach nur ein bisschen verziert ist durch Schnitzereien und Intarsien oder irgendwie sowas. Obwohl, Intarsien macht man nicht bei so einer Pestsäule. Nee, ist eigentlich Quatsch. Also durch Schnitzereien oder so. Eigentlich dadurch, ne? Und, eine Form, um sich erkenntlich und dankbar zu zeigen. Nee, häufig, ja, das hat natürlich eine ganz starke religiöse Prägung. Ne? Und man will damit auch so ein bisschen die Vergänglichkeit der Welt, die Untertänigkeit unter Gott betonen, also der christliche Glauben spielt da eine große Bedeutung. Jetzt werden wir gleich noch gegen die Osmanen kämpfen, wenn ich das richtig sehe, ne? Also wir verlieren erstmal Stabilität, Handelsgüter, wir haben allerdings weniger Unruhe, die Steuereinnahmen in Wien und die Rekrutenreserve sind dort. Gespannt, gewinnen wir das Ding? Also nicht mit solchen Würfelergebnissen. Obwohl, 9 gegen 3 ist schon wieder ziemlich gut, ne? Ja, und jetzt müssten wir dann halt mal so raus, weil wir da keine Chance mehr haben. Ist witzig, weil wir noch den 5er Disziplinbonus für unsere Söldner haben, ne?
Ja, okay, gut. Ja, die Tunesier, ne? Die hauen immer ab. Bleibt da. Wir gucken uns das mal an, was die da machen. Ach, du willst mich verarschen? Ich habe da gar keinen Militärzugang. Okay. Machen wir dann doch den Frieden ein bisschen früher. Also 98. Neunzig, so ist es nämlich billiger. Ich muss die Sachen fordern. Ich muss die Sachen selbst fordern und dann nachher Byzanz geben. Oh, Ungarn sollten wir vielleicht auch mal. Obwohl, sollten wir Ungarn eine Provinz geben? Ich bin da immer sehr skeptisch. Denn wenn wir Ungarn größer machen, würde die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir das Ding erben. Die ist momentan noch bei 22%. Und da will ich das eigentlich nur ungerne größer machen. Ist immer noch von den Osmanen garantiert, ja. Okay, krass. Ja, und so haben wir jetzt die Möglichkeit, mehr Provinzen zu fordern. Sollen wir das Kosovo noch mitnehmen? Es bringt halt so wenig Gold, weil das nur vier Produktionen hat. Was ich jetzt auch nicht verstehe, das sind alles. Es ist ja eigentlich immer wichtig, dass man die Osmanen auch so ein bisschen teilt, ne? Sodass sie halt eben ihre Truppen nicht mehr nach Belieben hier rumbewegen können, ne? Sollen wir genau 100? Dieser Frieden führt bei Österreich zu einer Überdehnung von 180. Ja, das geht aber insofern, weil wir 80% Überdehnung an Byzanz übertragen werden. Ja, warte übrigens mal gerade. Alexandros von Habsburg. Das ist so geil, dass da auch unsere Dynastie drauf ist, ne? Bei unserem Vasallen. Ja, ich glaube, ich muss auch hier nochmal eine Staatsehe machen, wobei das ja ungesund ist, in der gleichen Familie, in derselben Familie zu heiraten, ne? Aber komm, das machen wir auch noch schnell. So, jetzt warten wir noch gerade bis zum 1. Wobei es natürlich auch schön wäre. Es wäre natürlich auch schön, wenn wir Tunesien vielleicht dazu bekommen könnten. S64, das ist echt ungut, ne? Wie lange geht unser Waffenstillstand? Bis 89 noch 2 Jahre. Okay, in 2 Jahren kann er sterben. Dann können wir den Thron beanspruchen. Wenn halt, also. Ach nee, scheiße. Das geht nicht bei der Isabelle de Avis.
Das geht ja nur, wenn es einer von uns ist, der dann einen schwachen Claim hat oder so. Ah, wir müssen mehr Prestige als ihr haben. Ja, das werden wir bald haben. Okay, gut. So, dann. Ne, wir machen jetzt hier Schluss. Ich muss mal überlegen, wie wir uns nachher hier durchfressen nach Asien. Im Idealfall füttern wir später nach der Annexion von Byzanz, füttern wir dann Ragusa. Weil Ragusa zum Reich gehört, ne? Ja. Und das ist halt wiederum sehr, sehr nice. Ja, und ich muss auf jeden Fall das Spiel beenden, weil ich muss es jetzt halt schaffen, dass sie hier diesen Frieden halt machen. Sonst habe ich halt hier wieder den... Sonst habe ich hier wieder den Mist an der Backe. Dass ich halt diesen Friedensbonus halt nicht kriege, obwohl ich den ewigen Landfrieden schon längst habe, ne? So, und es ist nicht mehr lang bis zum Erbkaisertum. Ist nicht mehr lang. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Erben. Also, Albrecht, nochmal schnackseln, ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit den historischen Hintergrundinfos.